Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind, dass Sie das Interesse am Ideenportal haben. Im Webinar soll es einfach darum gehen, dass Sie ein bisschen genauer einen Überblick kriegen, was ist das Ideenportal eigentlich und wie hilft mir das in meinem beruflichen Alltag? Was kann man da drin tun? Was findet sich da drin und wie funktioniert das Ganze? Was wir so in den nächsten 40 Minuten vorhaben, ist nochmal ganz kurz drauf zu schauen. Warum ist eigentlich Weiterbildung so wichtig? Ja, wo kommt diese Bedeutung her, die das Thema im Moment auch einfach im aktuellen Diskurs hat? Und dann eben die Frage, wie hängt das Ideenportal damit zusammen? Wir schauen uns dann auch noch mal ganz genau an, wie es funktioniert, indem wir wirklich live in die Seite reingehen. Sie haben dann im Anschluss natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die haben Sie auch jederzeit über den Chat. Also wenn Sie während dem Vortrag denken, oh, da möchte ich mehr wissen, schreiben Sie einfach kurz in den Chat rein. Dann beantworte ich die Frage gerne. Und am Ende gebe ich Ihnen dann nochmal einen kurzen Ausblick, was kommt von Seiten der Agentur Q in nächster Zeit noch. Was wird es da für Webinare geben? An was arbeiten wir ansonsten noch? Ich stelle mich noch kurz vor. Mein Name ist Matthias Binder. Ich bin bei der Agentur Q Fachreferent, seit etwa nicht ganz 2 Jahren hier bei der Agentur Q und habe eben auch das Ideenportal maßgeblich aufgebaut und bin daher, glaube ich, auch der richtige Ansprechpartner heute für dieses Thema. Also schauen wir uns mal an, was die Metall- und Elektroindustrie heute prägt. Das ist zum einen das Thema Digitalisierung, ja, viel diskutiert. Produkte werden häufig vernetzt, genauso werden die Maschinen vernetzt. Das bedeutet ganz andere Anforderungen an die Mitarbeiter auf allen Ebenen. Gerade die Automobilbranche ist natürlich stark auch von dem Trend betroffen hin zur E-Mobilität. Ja, was bedeutet das für unsere Beschäftigten? Welche Qualifikationen müssen die neu aufbauen? Gibt es Qualifikationen, die vielleicht dann in Zukunft auch nicht mehr relevant sind? Was so mehr den Maschinenbau auch betrifft, ist vielleicht das Thema der Losgröße 1, ja, der Individualisierung von Produkten. Auch das stellt ganz neue Ansprüche an Mitarbeiter, weil wir wegkommen von einem routinebasierten Verfahren, das auf Menge ausgerichtet ist. Hin zu einem Verfahren, wo man sich immer wieder neu überlegen muss, wie macht man das jetzt am besten, wo man einfach ein bisschen mehr Energie und Gedanken reinstecken muss. Dann haben wir natürlich im Moment auch das Thema Konjunktur. Die Aussichten sind nicht ganz so rosig, wie man sich's wünscht. Das sind Dinge wie der Handelsstreit zwischen USA und China. Der Brexit kommt Ende dieses Monats. Da stecken ganz viele Unsicherheiten auch drin und das merkt man auch in der Wirtschaft. Ja, da ist schon oft auch das Thema bei der Weiterbildung. Wir würden gerne, aber uns fehlt das Geld. Gleichermaßen, wenn die Konjunktur brummt, ist verständlicherweise sind oft die Auftragsbücher so voll, dass die Zeit fehlt. Im Zusammenhang mit all diesen Themen haben wir dann noch die Frage, gibt es Jobs, die es in Zukunft vielleicht nicht mehr gibt? Also stellen wir uns jetzt vor, jemand arbeitet an einem sehr spezifischen Teil im Verbrennermotor. Wird es diese Tätigkeit in Zukunft noch geben oder gibt es keinen Bedarf mehr dafür? Gleichzeitig haben wir aber das Phänomen, dass auch neue Jobs entstehen, neue Berufe, neue Verständnisse von Berufen. Ja, da kommt vielleicht mehr Softwarekomponente rein, mehr Elektronik. Und das alles zeigt uns eigentlich sehr deutlich, dass wir hier zwar oft auch über technische Trends sprechen, das alles aber sehr verbunden ist mit der Frage, wie müssen wir Mitarbeiter qualifizieren? Und dass wir sie qualifizieren müssen, das steht eigentlich außer Frage. Da sind sich auch unsere beiden Träger, die IG Metall und Südwestmetall, ziemlich einig. Weiterbildung wird in Zukunft sehr notwendig sein. Die Frage, die sich natürlich dabei stellt, ist, soll Weiterbildung jetzt so aussehen wie hier auf dem Bild? Also das klassische Seminarformat. Einer steht vorne und referiert, die anderen sitzen und hören zu. Oder gehen wir mehr in ein selbstgesteuertes Lernen, wo man vielleicht auch analoge und digitale Methoden mischt? Oder gehen wir sogar zu einem Peer-to-Peer-Lernen, also wo
Kollegen von Kollegen lernen, direkt am Arbeitsplatz, direkt am Bildschirm. Dann aber stellt sich natürlich die Frage auch, was machen wir mit unseren Beschäftigten, die im direkten Bereich arbeiten, die an der Maschine arbeiten, die einen Gabelstapler fahren, die Teile gießen, also sehr handfeste Arbeiten, wo vielleicht nicht mal ein Computerzugang vorhanden ist. Und das alles sind schon große Herausforderungen und das wird nicht einfacher dadurch, dass Weiterbildung an sich schon ein sehr komplexer Prozess ist, wenn man ihn wirklich von vorne bis hinten ganz systematisch aufbauen will. Ich möchte sie einfach da kurz durchführen, weil das auch im Ideenportal eine Rolle spielt. Die Inhalte im Ideenportal sind an diesem idealen Weiterbildungsprozess orientiert. Man fängt im Idealfall eben damit an zu schauen, welchen Bedarf haben wir überhaupt im Betrieb? Also was brauchen wir in Zukunft? Was brauchen unsere Mitarbeiter? Was können unsere Mitarbeiter schon? Um dann im zweiten Schritt zu sagen, ich habe hier die Zieldefinition, also welche Qualifikationen müssen wir aufbauen, müssen wir heute aufbauen, müssen wir in 2 Jahren im Betrieb haben, müssen wir vielleicht auch in 5 Jahren im Betrieb haben, wenn man so weit vorausschauen kann. Habe ich dieses Ziel einmal definiert, geht es dann eben darum, Maßnahmen, konkrete Maßnahmen zu gestalten, umzusetzen. Ja, da kommen dann die ganzen Fragen, Methodik, Formate, was wird auch da in Zukunft möglich sein? Ja, wir müssen ja nicht mehr unbedingt uns face-to-face treffen, sondern es geht zum Beispiel auch ein Webinar, wie wir das heute machen. Dann muss diese Maßnahme natürlich auch durchgeführt werden. Vor Ort, online gibt es viele Möglichkeiten. Und dann folgt natürlich, das ist ganz wichtig und wird oft unterschätzt, die Frage des Lerntransfers. Also wie kann das, was ich in einer Veranstaltung gelernt habe, dann auch in den Alltag wirklich überführt werden, sodass ich das Gelernte dort anwende. Und dann haben wir eben zuletzt nochmal die Erfolgskontrolle. Auch das ist ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Es gibt da durchaus Ansätze und Möglichkeiten, aber auch dazu gibt es dann im Ideenportal weitere Informationen. Neben diesem idealtypischen Prozess gibt es aber natürlich auch noch Sonderthemen. Ja, das kann sowas sein wie, lass uns doch als Firmen zusammentun, um ein Thema in der Qualifizierung gemeinsam zu bearbeiten. Oder es ist sowas wie die Weitergabe von Expertenwissen, wenn zum Beispiel ein Experte in Rente geht oder das Unternehmen aus anderen Gründen verlässt. Und dann habe ich natürlich auch noch ganz viele Rahmenbedingungen betrieblich, die auf die Weiterbildung und ihre Erfolgschancen einwirken. Ja, also denken wir zum Beispiel jetzt mal daran, ein Mitarbeiter ist sehr motiviert, an der Weiterbildung teilzunehmen. Aber die Führungskraft sagt, nein, das geht nicht. Der Meister sagt zum Beispiel, das geht nicht, wir haben keine Zeit, wir brauchen dich unbedingt an der Linie. Dann wird es einfach schon schwieriger, Weiterbildung erfolgreich umzusetzen. Ja, und auf solche Themen gilt es dann in der Weiterbildung einzugehen. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommen dann eben für den Betrieb auch noch andere Themen dazu, die auf diesen Prozess Einfluss nehmen. Ja, das ist die wirtschaftliche Lage. Geht es uns als Betrieb gerade gut? Geht es uns eher schlecht? Welche Trends entwickeln sich eigentlich in der Wirtschaft? Da können wir jetzt wieder Digitalisierung sagen. Wir können aber auch sagen, agiles Arbeiten. Und da ist dann natürlich die Frage, ist das jetzt nur ein Trend, den ich vorbeigehen lassen kann, muss ich darauf eingehen, muss ich also meine Mitarbeiter auch qualifizieren, um agiler zu arbeiten. Und gleichermaßen gibt es dann die Trends im Bereich Bildung, ja, also sowas wie Blended Learning, die Mischung von Online und Analog, die Durchführung von Webinaren, Mikrolernen, all das sind Themen, wo man sich die Frage dann stellt, ist das jetzt für uns wichtig oder können wir drüber hinwegsehen? Und das macht die Gestaltung von Weiterbildung oft unglaublich komplex und oft steht man dann einfach vor so einer Art Wand und weiß gar nicht, wo soll ich jetzt eigentlich anfangen, wo soll ich mal an einem ersten Seil ziehen, um da einen Fortschritt zu schaffen. Und Sie werden nicht besonders überrascht sein, das Angebot der Agentur Q, das Ideenportal zielt eben genau darauf ab,
zu versuchen, hier einen ersten Anhaltspunkt zu geben, eine erste Idee zu geben, wo fange ich mit der Gestaltung von zukunftsfähiger Weiterbildung an? Und das Ideenportal vereint da sozusagen zwei Pole in sich, nämlich einmal kann ich das nutzen, um zu sagen, ich als Betriebsrat, ich als Personaler habe gerade ein ganz konkretes Problem im Betrieb, eine Herausforderung, die ich lösen möchte. Und dann komme ich im Ideenportal schnell zu einem Lösungsvorschlag, den ich nutzen kann, den ich anpassen kann. Genauso kann ich aber auch sagen, naja, ich möchte mir einfach mal ein bisschen genauer Gedanken machen und möchte mich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, was denn alles möglich ist bei Weiterbildung. Welche Themen könnten wir bei uns im Betrieb noch bearbeiten? Welche Methoden und Formate könnten wir verwenden? Und auch dafür ist das Ideenportal geeignet. Sie können da nämlich in aller Ruhe dann drin stöbern, können sich über viele Verweise ganz, ganz viele Themen erschließen. Der große Vorteil beim Ideenportal ist erstens mal natürlich, es ist kostenfrei zugänglich, soweit so gut. Auch die Nutzung ist sehr einfach. Wir werden das gleich noch sehen. Das ist fragebasiert. Sie müssen also wirklich auch nicht wissen, welche Lösung suche ich eigentlich. Sie müssen nur wissen, welches Thema möchte ich bearbeiten. Es hat insofern auch eine Lotsenfunktion, als dass wir uns bei der Agentur Q Gedanken gemacht haben, welche Themen beschäftigen Betriebe heute? Was brauchen sie heute auch an Unterstützung? Aber auch die Frage, welche Themen kommen in Zukunft auf sie zu und welche Formate, welche Inhalte sind dann wichtig? Und wir haben natürlich auch geschaut, was gibt es denn in dem großen Kontinuum des World Wide Web da draußen alles zu finden und was haben wir im Köcher? Und all diese Informationen haben wir eben im Ideenportal zusammengeführt, sodass das jetzt auch eine gewisse Lotsenfunktion einfach haben kann für Sie. Dann natürlich zielt es darauf ab, dass Sie das Portal so nutzen können, dass Sie nachher rausgehen und sagen, ja, da habe ich wirklich auch neue Gedanken gewonnen, Inspiration gekriegt und kann jetzt einfach im Betrieb anders nochmal vorgehen, andere Vorgehensweisen vorschlagen, ausprobieren. Und das Ganze aber immer mit dem Fokus darauf, dass auch umsetzbare Vorschläge im Ideenportal enthalten sind. Ja, also es geht jetzt weniger um die große Theorie, sondern mehr um das direkt umsetzbare Konzept. Dementsprechend finden Sie im Ideenportal einen sehr breiten Fächer an Inhalten. Das reicht von Ideensammlungen wirklich, wo einfach verschiedene Impulse drinstecken über Argumentationshilfen und Gesprächsleitfäden, also auch sowas wie, kann ich denn zum Beispiel mit einer Führungskraft sprechen, um da mal klar zu machen, hey, Weiterbildung ist wirklich ein wichtiges Thema und du solltest dir da auch Gedanken drüber machen, wie kann man sowas einfach angehen. Dann gibt es genauso Workshop-Konzepte, also zum Beispiel, wie können wir gemeinsam eine Strategie für die Weiterbildung erarbeiten oder wie baut man Lernfähigkeit bei Beschäftigten auf? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ja, und das ist dann sehr detailliert auch ausgearbeitet. Gleichermaßen finden Sie separate Beispiele, Good-Practice-Beispiele von Betrieben. Die sind aber auch immer wieder in die Inhalte integriert, sodass Sie sich da auch inspirieren lassen können. Und wie schon erwähnt, gibt es dann eben auch viele Links zu weiteren Infos, zu weiteren Seiten, die sich von Einrichtungen, die sich da schon viele Gedanken gemacht haben zu Themen der betrieblichen Weiterbildung, wo wir einfach sagen, die haben wirklich auch gute, sinnvolle Handlungshilfen oder Hintergrundinformationen und es lohnt sich da auch mal reinzuschauen. Wenn wir darüber sprechen, was gibt es im Ideenportal, muss ich immer auch dazu sagen, was gibt es im Ideenportal nicht. Das sind zum einen Lösungen, die Sie wirklich 1:1 umsetzen können. Also es steht Ihnen frei, diese Workshop-Konzepte zu nehmen und so in Ihrem Betrieb durchzuführen. Aber die Erfahrung bei uns zeigt einfach auch, jeder Betrieb ist unterschiedlich, hat andere Bedürfnisse. Und deshalb macht es einfach auch Sinn, sich die Lösungen aus dem Ideenportal als Vorlage zu nehmen. Und ausgehend davon dann zu schauen, wie setzen wir es bei uns im Betrieb um. Genauso finden Sie in den Inhalten des Ideenportals auch nicht unbedingt vertiefte Hintergrundinformationen. Also es geht da nicht darum, dass wir alles wunderschön wissenschaftlich aufbereitet haben und da viel Text
drinsteckt. Das haben andere Einrichtungen schon gemacht, da verweisen wir auch drauf. Aber in den Handlungshilfen, das Ideenportal selbst, finden Sie solche Grundinformationen eben nicht. Wenn Sie soweit keine Fragen haben, dann würde ich sagen, wir schauen uns das einfach mal an, wie das Ideenportal live aussieht und was Sie da alles drin finden. Ich werde dafür jetzt meinen Bildschirm teilen. Das kann ein paar Sekunden dauern, bis Sie das dann sehen. Aber das sollte kein Problem sein. So, dann mache ich hier teilen und ich hoffe, Sie sehen jetzt das Ideenportal. Ich muss Ihnen noch dazu sagen, wenn Sie Fragen jetzt haben im Laufe der Live-Demo sozusagen, schreiben Sie die einfach in den Chat. Ich kann den jetzt im Moment nicht mehr sehen, aber ich beantworte die Fragen dann sehr gerne direkt im Anschluss. Also, wenn Sie im Ideenportal sind, das finden Sie über www.ideenportal-qualifizierung.de oder Sie finden es auch über unsere Website. Dann haben wir hier erstmal so ein bisschen einleitenden Text und dann eben unsere Kachelstruktur. Sie sehen an den Farben schon, wir haben eben die Themen ein Stück weit vorsortiert, nämlich in die groben Bereiche Strategie entwickeln, also wie können wir Weiterbildung strategischer gestalten, dann Grundlagen schaffen. Das zielt sehr stark auf die Rahmenbedingungen ab, über die ich vorher gesprochen habe. Also wie können wir, letztlich geht es da sehr stark um das Thema Lernkultur, aber eben auf ganz konkrete Schritte runtergebrochen, die man im Betrieb einfach anstoßen kann, ohne jetzt gleich diesen Kulturhammer auszupacken. Und die dritte Säule kümmert sich dann eben ganz konkret um das Thema Kompetenz aufbauen. Ja, und das reicht eben, wie Sie hier sehen, von Grundwissen, von Grundfähigkeiten bis hin zu Wissensmanagement, Veränderungsfähigkeit. Also auch da ist der Fächer sehr breit, sodass eigentlich, denke ich, jeder auch was drin finden kann, was für den eigenen Alltag eine Bedeutung hat. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wie Sie durchs Ideenportal navigieren können. Dann schauen wir uns danach noch ein, zwei Beispiele wirklich konkret der Inhalte an. Das Schöne am Ideenportal, ich habe es schon gesagt, ist, Sie haben hier Fragen als Einstieg. Ja? Sie müssen gar nicht wissen, wo möchte ich eigentlich hin. Sie müssen nur wissen, was beschäftigt mich. Also zum Beispiel die Frage, wie machen wir eigentlich Lernen im Betrieb selbstverständlicher? Ja, das ist schon im Moment auch immer eine große Diskussion, das stärker selbstgesteuerte Lernen. Also vielleicht ist das spannend. Dann klicken Sie einfach einmal auf Mehr, kommen dann auf eine weitere Seite, wo einfach auch noch mal ein bisschen Informationen sind zu dem Thema. Ja, warum ist das wichtig? Wie hilft uns das? Und haben dann zum einen weitere Fragen. Und zum anderen auch hier schon eben diese angesprochenen Verlinkungen. Ja, das geht zu anderen Seiten, zum Beispiel zum Fraunhofer, zu INQUA, also ganz, ganz verschiedene Akteure auch. INQUA ist Initiative Neue Qualität der Arbeit, die haben da auch sehr, sehr viel schon gemacht, sodass Sie da einfach nochmal weiter über das Ideenportal hinausstöbern können. Aber genauso gibt es Verweise auf andere Kacheln, die jetzt vielleicht im Zusammenhang mit der Frage, wie man Lernen selbstverständlicher macht, interessant sein können. Genau, mit diesen weiteren Fragen hier können Sie eben nochmal präziser entscheiden, was interessiert mich. Also vielleicht die Frage, oh, Weiterbildungsbotschafter, das klingt doch gut, wie können wir das im Betrieb machen? Dann würden Sie hier draufklicken und kommen dann auf eine letzte Ebene, wo Sie dann auch nochmal genauer zugeschnittene Links zu anderen Seiten und Verweise eben auf andere Kacheln im Ideenportal finden. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, auch nochmal eine kleine Information aufzuklappen und dann eben den Leitfaden herunterzuladen. Ganz kurz zum Hintergrund, warum gibt es immer wieder auch diese Informationen. Die Idee ist, dass Sie eben möglichst schnell im Ideenportal entscheiden können,
möchte ich mir dieses Thema noch weiter anschauen oder ist das doch nicht relevant für mich? Und deshalb haben wir immer diese Informationsebenen eingezogen, sodass Sie schnell merken, das ist was, was mich interessiert oder eben auch nicht. Sie müssen das natürlich auch nicht lesen. Und die Grundidee oder das Leitmotto sozusagen neben Weiterbildung anders gestalten ist beim Ideenportal eben auch mit 4 Klicks zur Weiterbildungsidee. Ja, und das haben wir jetzt gerade gesehen. Wir starten auf der obersten Ebene, präzisieren unsere Frage nochmal, klicken dann unsere gewünschte Lösung auf. Ja, Sie haben hier teilweise auch mehrere dieser Reiter. Und mit dem 4. Klick öffnen wir dann unseren Leitfaden. So, ich muss jetzt kurz den Vollbildmodus beenden, damit ich zurückkomme aufs Portal. Was ich Ihnen bei der Navigation noch mitgeben möchte. Das Ideenportal ist sehr vielfältig, hat auch viele Links und deshalb kann man sich darin auch verlieren. Wenn Sie zuverlässig zurück möchten, immer auf die vorherige Ebene, sodass Sie da gar nicht in die Bredouille kommen sozusagen, dass Sie nicht mehr wissen, wo Sie sind, dann benutzen Sie am besten immer den Button ganz unten mit zurück. Da kommen Sie immer ganz zuverlässig mit 2 Klicks dann zurück auf die erste Ebene. So, das ist mal die Internetseite an sich. Ich möchte Ihnen gerne noch einen Einblick geben, wie die Leitfäden aufgebaut sind. Und vielleicht nehmen wir uns einfach das Thema, wie bauen wir Lernen in den Arbeitsalltag ein. Das ist auch was immer wieder an uns herangetragen wird. Die Frage, wie kann man Lernen den Alltag näher gestalten? Bei den Weiterbildungsbotschaftern waren wir gerade schon. Da gibt es auch von der Agentur Q sehr viele Konzepte dazu. Ich würde gerne heute mir anschauen mit Ihnen, wie man Lernen auch ein bisschen mehr so gestaltet, dass es Teil des Alltags wird. Und hier sehen Sie jetzt schon, gibt es also auch mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ja, zum Beispiel, wie kann man kollegiale Beratung denn im Betrieb umsetzen? Wie macht man Arbeitsprojekte zu Lernprojekten? Oder eben auch die Frage, kurze Lerneinheiten wirksam gestalten. Ja, da sprechen wir jetzt über das Thema Microlearning, Mikrolernen und können auch hier mal in den Leitfaden reinschauen. Die Leitfäden sind PDF-Dokumente. Das Schöne daran ist, Sie können sie auch für sich auf den PC runterladen. Sie können die Dokumente aber genauso drucken. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten die lieber analog irgendwie im Betrieb verteilen oder manche Leitfäden bieten auch Arbeitsmaterialien, da ist dann vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man die einfach ausdrucken kann und dann ganz klassisch Paper Pencil mit Papier und Stift daran arbeiten. Ein paar Worte dazu, wie der Leitfaden aufgebaut ist. Sie haben immer eine Titelseite und dann auch hier am Anfang jedes Leitfadens eine Überblicksseite, wo einfach nochmal darauf hingewiesen wird. Natürlich die Agentur Q als gemeinsame Einrichtung der Sozialpartner möchte immer auch betonen und uns ist das auch wirklich wichtig, dass die Betriebsparteien, also Personalabteilung und Betriebsrat, gemeinsam an den Themen arbeiten. Und dann sehen Sie immer die Übersicht, welche Ziele können wir als Betrieb erreichen, wenn wir uns mit diesem Leitfaden beschäftigen. In dem Fall verstehen, was Mikrolerneinheiten ausmacht und wie die Gestaltung funktionieren kann. Dann kommt immer das Thema, welchen Nutzen hat das eigentlich für uns? Ja, also rein die Ziele sind manchmal noch nicht so aussagekräftig, aber wir können dann zum Beispiel dank des Leitfadens einschätzen, ist Mikrolernen was für unseren Betrieb oder nicht? Und wir haben so ein paar Basisprinzipien an der Hand, um eine Lerneinheit auch wirklich zu gestalten. Es ist dann immer noch erklärt, welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein im Betrieb, damit es überhaupt Sinn macht, den Leitfaden jetzt sich näher anzuschauen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, nee, für uns kommt das sowieso gar nicht in Frage, dass wir irgendwas anderes machen außer Präsenzseminaren, dann ist vergebene Liebesmühe, im Leitfaden weiterzulesen. Oder genauso, wenn
es völlig aussichtslos ist, dass auch solche kurzen Lerneinheiten einfach im Betrieb die Zeit eingeräumt wird, die paar Minuten, um es vielleicht auch mal während des Tages kurz zu machen. Genau. Gleichermaßen immer die Frage, welche Person sollte man einbinden in die Erarbeitung? Das ist jetzt hier sehr überschaubar. An anderen Stellen sind das auch mehr Gruppen, ja, wo man einfach dann sagt, das ist wirklich sinnvoll, von Anfang an mit verschiedenen Akteuren und Stakeholdern zu sprechen, sodass man am Ende eine Lösung hat, die auch wirklich umgesetzt werden kann. Zum Abschluss dann immer noch mal so eine grobe Einschätzung, welcher Aufwand entsteht für uns. Das bezieht sich darauf, welche Arbeit müssen Sie reinstecken, wie viel Zeit müssen Sie reinstecken, bis Sie einfach mit dem Leitfaden gearbeitet haben, bis Sie dann ein Konzept haben zum Beispiel. Also wie viel Energie müssen Sie da investieren, während die Frage, wie schnell die Umsetzung erfolgen kann, dann mehr darauf abzielt, wie schnell Sie auch Ergebnisse im Betrieb sehen. Ja? Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel, das ist bei Mikrolernen eher schrittweise natürlich, weil Sie erstmal, wenn Sie damit noch keine Berührungspunkte hatten, schauen müssen, was ist Mikrolernen, Sie müssen sich überlegen, passt das für unseren Betrieb, Sie müssen sich überlegen, welche Formen wollen wir dafür wählen, wie bauen wir es auf, dann müssen Sie eine Mikrolerneinheit erst aufbauen und deshalb kann die Umsetzung dann eben erst eher schrittweise im Betrieb Wirkung zeigen. Hier begegnet uns jetzt wieder dieser Weiterbildungskreis. Das haben wir einfach als zweite Seite immer eingefügt, der ein bisschen helfen soll, ein Gefühl dafür zu kriegen, in welcher Phase des Weiterbildungsprozesses hilft dieser Leitfaden. In dem Fall eben klar bei der Maßnahmengestaltung. Dann haben wir hier noch ein paar Erklärungen. Und die dritte Seite, das sind dann immer, ist dann immer ein Inhaltsverzeichnis, wo Sie sich einfach auch nochmal schnell, überblicksartig anschauen können, was steckt im Leitfaden drin, ja, kurze Lerneinheiten kurz erklärt, Lerneinheiten gestalten und einsetzen. Schauen wir einfach mal rein, wie so ein Leitfaden aussieht. Sie haben im Leitfaden immer wieder auch solche Elemente, das ist dann einfach was, wenn Sie sagen, boah, Infografik, weiß ich nicht so genau, was das ist, schaue ich mal im Internet nach, da finden Sie auch was dazu. Hier ist jetzt der Leitfaden erstmal so aufgebaut, dass eben auch gegenübergestellt wird, was ist denn Mikrolernen, was ist klassisches Lernen, ja, also Mikrolernen eher sehr kurz, es geht mehr um das Basiswissen aufzubauen, das Lernziel wird eigenverantwortlich gesetzt, das Thema muss immer abgeschlossen sein, während zum Beispiel beim klassischen Seminar das anders aussieht, weil ich eben Vorwissen voraussetzen kann. Oft ist ein Seminar auch eher ausgerichtet darauf, auf Vorrat zu lernen. Mikrolernen hat eher den Anspruch, ich habe jetzt gerade ein Problem, ich schaue mir das an, ein Video zum Beispiel, und dann weiß ich, wie es geht. Ja, also das kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem privaten Umfeld, wenn Sie schon mal, also mir ging das mal so, da hat meine Türklinke nicht mehr richtig funktioniert, die wurde locker, also habe ich auf YouTube nachgeschaut, Wie schraube ich so ein Ding auf und wie kann ich es dann wieder anziehen? Habe die Türklinke abgenommen, habe das da rangemacht. Also auch sowas ist durchaus Mikrolernen und hat viel Potenzial für den Betrieb. Gibt dann noch mal ein paar Fragen. Sind es nur unverbundene Lernschnipsel? Warum soll der Inhalt so kurz bleiben? Und dann aber eben auch das Thema, wofür eignen sich solche kurzen Lerneinheiten denn, ja, also man kann dann flexibler lernen, man kann das im Alltag besser integrieren, das passt ja eben auch zu unserem Thema, wo wir angefangen haben, nämlich wie bringe ich Lernen stärker in den Alltag. Also es ist relativ kostengünstig, denn wenn Sie einmal ein Video oder eine andere Mikrolerneinheit, ein anderes Format gestaltet haben, dann können Sie das natürlich beliebig oft wiederverwenden. Mikrolernen senkt die Hürden, also gerade wenn Sie Zielgruppen im Betrieb haben, die Lernfernsehen, sagt man da immer so ein bisschen unschön, also die schon länger keine Bildungserfahrungen mehr gemacht haben oder die sagen, oh nee, Lernen ist für mich eigentlich nur negativ, kann das auch ein guter Ansatz sein, weil es einfach sehr, sehr überschaubar ist. Typischerweise wird Mikrolernen auch verwendet, um klassische Weiterbildung vorzubereiten, nachzubereiten, Themen zu wiederholen, zu vertiefen oder eben auch eine Verständnishilfe zu schaffen.
Ich habe es gerade schon angesprochen, geeignet sind kurze Lerneinheiten eigentlich für die meisten Mitarbeitergruppen, also auch zum Beispiel Mitarbeiter, die zurückkehren aus einer Elternzeit, ja, können sich über solche Einheiten zum Beispiel wieder auf den neuesten Stand bringen. Mensch, welche Softwareveränderungen haben sich denn ergeben? Wie funktioniert das System denn jetzt? Oder welche neue Software haben wir eingesetzt? Und wie kann ich da, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Urlaubsantrag drüber verschicken? Dann haben wir natürlich auch das Thema, wofür eignen sich kurze Lerneinheiten nicht? Das ist ganz klar. Also sobald wir sehr, sehr komplexe Sachverhalte haben, reichen uns auch 5 Minuten nicht mehr aus oder ein One-Pager reicht nicht mehr aus. So, im zweiten Kapitel geht es dann eben darum, wie gestaltet man kurze Lerneinheiten? Hier möchte ich jetzt zum Beispiel auf so ein Symbol hinweisen, also diese Mini-Kette bedeutet immer, es gibt im Ideenportal auch einen anderen Leitfaden zu diesem Thema. Den können Sie dann auch über den Link direkt öffnen. Und haben so eben auch die Möglichkeit, Themen zu erkennen, die Ihnen bei der Bearbeitung des Leitfadens helfen. Hier geht es jetzt einfach im Weiteren darum, wie kann man den Inhalt für eine Mikro-Lerneinheit gestalten, also woher bekomme ich einfach auch die Themen, ja, welche Fachexperten muss ich da vielleicht einbauen, gehe ich vielleicht lieber nach außen und hole mir die Experten von außen, welche Form wähle ich für das Mikrolernen und wie sichere ich, dass dieses Mikrolernen lernförderlich ist. Zwei Gedanken dazu, ich möchte das auch gar nicht allzu sehr vertiefen jetzt weiter. Es muss auch nicht immer eine Mikrolerneinheit muss gar nicht immer ein Video sein. Ja, Sie können zum Beispiel auch ein Podcast-Format nehmen oder eben eine Infografik oder das stellt einfach mal einem Mitarbeiter eine kurze Übersicht über einen Prozess, die dann auf eine Seite passt, wo sich das jeder im Vorbeigehen einfach nochmal anschauen kann. Ja, also das ist, sowas gibt es natürlich auch schon länger, aber es lohnt sich durchaus, über solche kleinen Dinge gezielt Gedanken zu machen, weil die im Alltag unglaublich hilfreich sein können. Genau, auch hier sehen Sie zum Beispiel Blick in den Betrieb, ja, ein Verweis auf ein Vorgehen, das schon mal woanders tatsächlich gemacht wurde. Das Thema Abwechslung zum Beispiel bei Mikrolearning ganz wichtig, ja, weil die Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr kurz ist bei solchen Einheiten. Das sind ja sowieso nur 2 Minuten. Das sind 20 bis 30 Sekunden teilweise schon zu viel. So, jetzt sehen Sie hier auch mal so ein Vorgehenskonzept. Da ist zwar keine Dauer hinterlegt, aber es ist eben ganz schrittweise einfach eine konkrete Handlungshilfe, wenn wir im Betrieb jetzt Weiterbildung in Form von Mikrolerneinheiten gestalten wollen. Wie gehen wir dann eins nach dem anderen vor? So. Letzte Seite im Leitfaden ist dann immer auch nochmal so, wenn Sie Fragen haben zum Leitfaden, zum Vorgehen, dann sind natürlich wir von der Agentur Q sehr gerne für Sie da, sind dann auch nochmal die Kontaktdaten hinterlegt. Sie haben nochmal den Überblick über das gesamte Ideenportal im Anhang und dann eben Quellenangaben und eine letzte Seite, wie sich das gehört für einen Leitfaden, den man auch ausdrucken kann. War es erstmal aus dem Ideenportal. Jetzt die Frage an Sie. Gibt es bis hierher Fragen? Möchten Sie noch ein bisschen mehr erfahren? War irgendwas unklar? Ansonsten können wir uns zum Beispiel gerne auch noch mal kurz einen zweiten Leitfaden anschauen, wenn Sie möchten. Jetzt schreibt, wir kriegen gerade eine Frage rein, glaube ich. Also Sie dürfen gerne über den Chat Wünsche und Interessen äußern. Ich lese jetzt,
Das Ideen, wer kann das Ideenportal nutzen? Das ist eine sehr gute Frage. Also es richtet sich primär an Betriebsräte und Personalverantwortliche, die in ihrem Alltag mit der Weiterbildung zu tun haben. Also stellen wir uns vor, ein Betriebsrat, der zum Beispiel im Qualifizierungsausschuss ist oder einen Weiterbildungsverantwortlichen im Betrieb. Das sind so die Hauptzielgruppen, ja, also die Personen, die nachher auch mit der Umsetzung der Weiterbildung befasst ist. Aber, und das möchte ich ausdrücklich betonen, es kann genauso hilfreich sein, wenn man sich einfach in einer anderen Funktion die Frage stellt, Mensch, wir haben hier immer so Schwierigkeiten irgendwie bei einem Thema, aber jetzt da eine riesen Weiterbildung aufziehen, muss auch nicht sein. Was könnte man denn da machen? Auch für diese Person kann dann das Ideenportal ein interessanter erster Anlaufpunkt sein. Und genauso zum Beispiel für Führungskräfte, die sich darüber informieren möchten, wie sie in ihrer Abteilung, in ihrem Bereich denn jetzt Weiterbildung mal vielleicht auch ein bisschen anders gestalten können. Ja, auch so, dass es eben, also das Ideenportal bietet sehr viele Anhaltspunkte dafür, Weiterbildung relativ einfach und ja, ich sag mal, ohne große Hürden zu gestalten. Und auch da ist das dann eine schöne Möglichkeit, einfach sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja. Und genau, also wofür das Ideenportal natürlich jetzt weniger gedacht ist, ist, dass sich einzelne Mitarbeiter darüber informieren, wie sie selbst oder wo und wie sie selbst Weiterbildung machen können. Also es richtet sich schon ganz klar an diejenigen im Betrieb, die dafür Sorge tragen sollen, müssen, dürfen, wie Weiterbildung gestaltet wird. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Und ansonsten lese ich gerade noch, dass die Verbindung auch teilweise abgebrochen ist. Wenn Sie da Probleme hatten, geben und noch Fragen kriegen haben im Nachgang, dann geben Sie mir einfach kurz Bescheid, dann beantworte ich die natürlich auch sehr gerne. Wenn es jetzt für den Moment keine Fragen mehr gibt, springe ich gerne noch mal weiter und möchte Sie einfach alle einladen, auch bei den weiteren Webinaren dabei zu sein. Die werden dann ein bisschen anders ausgerichtet sein. Da wird es weniger darum gehen, wie funktioniert jetzt das Ideenportal, sondern da schauen wir auch ganz gezielt in die Themen rein, also schauen uns mal ein paar mehr Leitfäden, auch ein, zwei, drei Leitfäden genauer an und sprechen darüber, wie das Thema insgesamt gestaltet werden kann. Und da wird es am Dienstag, 28. Januar, das ist schon nächste Woche, um 15 Uhr darum gehen, wie man mehr Strategie in die Weiterbildung bringt. Am Mittwoch, den 5. Februar, wird es dann darum gehen, die Grundlagen für Weiterbildung zu beeinflussen, zu gestalten. Ja, das ist dieses Thema Lernkultur. Und schließlich dann am 11. Februar um 10 Uhr schauen wir uns nochmal genauer an, wie und welche Kompetenzen bei Mitarbeitenden denn aufgebaut werden können und sollen. Sie merken also, das orientiert sich auch an den Themenbereichen aus dem Ideenportal. Und ja, da kriegen Sie dann einfach eben über die reine Funktionalität nochmal inhaltliche Impulse mit. Also dazu eine herzliche Einladung und ich möchte Ihnen ganz kurz auch noch Einblick darin geben, was die Kolleginnen und Kollegen bei der Agentur Q machen. Die Frau Glase bei uns ist derzeit an ihrer Promotion und beschäftigt sich da mit der Frage der digitalen Grundkompetenzen, ja, und erarbeitet da dann über die Zeit auch eine Handlungshilfe, die eben die Betriebe dabei unterstützen soll, solche digitalen Grundkompetenzen aufzubauen. Das wird ein zweigliedriges Instrument werden, nämlich einmal ein Fragebogen, mit dem man erfassen kann, welche Art der Weiterbildung braucht auch jeder Mitarbeiter individuell und welche digitalen Kompetenzen hat die Person schon. Und dann eine ganz konkrete, also nicht, man kann das so als Werkzeugkasten, ja, bezeichnen, wo dann einfach Ideen, Inspirationen drin sind, wie man solche digitalen Kompetenzen zugeschnitten auf die Bedarfe der einzelnen Mitarbeiter einfach aufbauen kann.
Und da die Einladung, wenn Sie da Interesse haben, mehr zu erfahren, gehen Sie gerne auf die Frau Glase zu. Die Informationen finden Sie auch hier unter agenturq.de/digiready. Sie haben da sehr gut die Möglichkeit, auch einzusteigen. Ja, das wird alles bedarfsorientiert dann für den Betrieb gestaltet und individuell auf die einzelnen Mitarbeiter zugeschnitten und dann eben mit dem großen Ziel, digitale Kompetenzen aufzubauen. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, kurz auch noch die Information, dass wir den AI-Kompass, das ist ein Instrument der Agentur Q, mit dem man Kompetenzen erfassen kann, die in der Freizeit zum Beispiel erworben wurden. Und dieses Instrument bauen wir gerade aus, dahingehend, dass eben auch digitale Kompetenzen integriert werden. Ja, also das heißt, das ist ein Projekt, das gefördert wird vom Land Baden-Württemberg, vom Wirtschaftsministerium. Und da werden Sie dann als Betrieb in die Lage versetzt, mit diesem Tool auch zu schauen, welche verborgenen Talente im Bereich digitale Kompetenz stecken eigentlich in unseren Mitarbeitern. Also eine sehr schöne Möglichkeit, weil das, glaube ich, ein Thema ist, das ganz, ganz oft unterschätzt wird. Ja, also wo einem gar nicht bewusst ist, was die eigenen Mitarbeiter können. Und auch da gilt, wenn Sie Fragen haben oder Wünsche, was integriert werden soll, kommen Sie gerne auf uns zu. Und ich möchte Sie auch allgemein einladen, mit der Agentur Q in Kontakt zu bleiben. Ja, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter. Sie finden auf unserem Blog alle 2 Wochen neue Impulse, neue Ideen, Gedankengänge zu aktuellen Themen, zu grundsätzlichen Themen. Also große Bandbreite, lohnt sich immer reinzuschauen. Genauso unsere Twitter, LinkedIn und Xing-Kanäle. Herzliche Einladung, dabei zu treten. Und dann noch eins, was uns einfach wichtig ist bei der Agentur Q, ist mit den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in einem engen Austausch zu bleiben. Ja, weil wir können natürlich das Ideenportal DigiReady, iCompass Digital immer nur so gut gestalten, wie wir uns, wie wir verstehen, was sie denn bewegt. Also, wenn Sie da Interesse haben, mitzuarbeiten, würden wir uns freuen, wenn Sie gerne an mich, binder@agenturq.de oder an info@agenturq.de, noch ein paar weitere Kontaktdetails schicken. Ja, wir haben im Moment nur Ihre E-Mail-Adressen teilweise. Also, wenn Sie mögen, schicken Sie es einfach durch. Ich verspreche Ihnen auch hoch und heilig, das wird kein Spam geben. Das wird alles DSGVO-konform verarbeitet. Ja, wir geben die Daten nicht weiter. Es geht nur darum, dass wir dann vielleicht mal einmal im Jahr bei Ihnen anrufen können und uns da austauschen und Sie dann einfach auch die Gelegenheit bekommen, die Arbeit der Agentur Q ein Stück weit mitzugestalten. Also in dem Sinne, Sie erhalten natürlich die Unterlagen zum Webinar, Sie erhalten die Aufzeichnung zum Webinar im Anschluss und ich lade Sie ganz herzlich ein. Erstens, wenn Sie noch Fragen haben im Nachgang zum Webinar, kommen Sie jederzeit auf mich zu. Und zweitens, wenn Sie im Ideenportal unterwegs sind und sich denken, ach Mensch, da fehlt mir aber noch Thema XY, da sollte die Agentur Q wirklich mal was machen, auch dann melden Sie sich sehr gerne bei mir. Ich freue mich auf den weiteren Austausch und würde mich sehr freuen, wenn ich Sie mal wieder im Webinar oder persönlich irgendwo begrüßen darf und bedanke mich jetzt für Ihr Interesse, Ihre Teilnahme, wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern im Ideenportal und noch eine schöne Restwoche. Und dann sage ich Tschüss und danke für die Teilnahme.